Der Talk bei Hallo Meinung. Hallo Meinung. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es tut sich etwas in Deutschland und zwar in der Form, dass die Menschen nicht mehr sagen, ich zeige kein Gesicht oder ich schreibe ihnen etwas, sagen sie aber nicht, von wem es kommt. Nein, Beispiel dafür sind Maria und Chris, die etwas zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Morgen. Hallo Peter. Hi Peter. Ihr habt zwei Kinder, einen Sohn im Alter von 10 Jahren und eine Tochter im Alter von 6 Jahren. Das heißt also beide schulpflichtig. Und es geht heute um die Situation, das zwangsweise Tragen von Mundschutz und Nasenschutz und praktisch die Vorschriften, die damit verbunden sind. Und wie es dann weitergeht, dass man sagt, im luftleeren Raum nebulöse Anweisungen, die man nicht nachvollziehen kann. Das interessiert unsere Zuhörerschaft. Ich bin gespannt. Ja, gerne. Dann fangen wir an. Chris, leg los. Also, wo soll ich anfangen? Nach den Sommerferien ist unser Sohn aufs Gymnasium gekommen. Grundschule, Gymnasium, unsere Tochter Kindergarten, Grundschule, erste Klasse. Wir haben für unsere beiden Kinder eine Befreiung der Maskenpflicht, das ist also ein Attest, das aus gesundheitlichen Gründen das längere Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht gewährleistet ist. So, wir hatten, wann war die Einschulung? August? August, September, alles super, alles okay. Es wurde nichts beanstandet, nichts gesagt. Unser Sohn hat sich damit trotz allem sehr schwer getan. Gesagt, er kriegt keine Luft. Ich habe Corey, ne? Das wird jetzt, du ziehst das nur wirklich an, wenn du auf dem Schulhof bist, auf dem Weg dorthin. In der Klasse dürft ihr das ausziehen. Unsere Tochter hat das einfacher verinnerlicht mitbekommen. So. Herbstferien kamen, unser Sohn wurde nervöser und nervöser. Sprich, es sind auch Veränderungen in seinem Verhalten, in seinem Wesen aufgetreten. Sehr anhänglich geworden, sehr ängstlich. Er ist sowieso ein starkes, aber auch ängstliches Kind. Also er wurde von Tag zu Tag nervöser, als es wieder Richtung Schule ging. Er hat sich gefreut, seine Freunde zu sehen, seine Klassenlehrerin, alles super, alles schön. Dann kam der Montag. Er berichtete schon, dass in der Klasse die Klassenlehrerin davon sprach, dass es sein kann, dass in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen oder Wochen es zu 3 Szenarien kommen wird. Das erste Szenario weiß er nicht mehr, das zweite ist Maskenpflicht im Unterricht, das dritte ist Schule schließen. Und daraufhin sagte sie, sie wird es mal probieren, mit der Maske zu unterrichten und von jetzt auf gleich gingen jegliche Masken der Kinder hoch. Ja, sie hat gesagt, der möchte, könnte schon mal probieren, wie es wäre, wenn man die Maske im Unterricht permanent trägt. Und unser Sohn wurde Frage, wie lange ist das jetzt her? Wie lange ist das jetzt her? Letzte Woche Montag. Der erste Tag. Und das war ein ärztliches Attest, das war kein Gefälligkeitsgutachten, sondern das erfolgte nach einer Untersuchung, wo man gesagt hat, wir schauen uns das Kind an und ich komme meinem Eid nach. Leben zu schützen, beziehungsweise die Gesundheit eines Menschen zu erhalten. Okay. Richtig. Von unserer Kinderärztin, ja. Die begleitet uns seit meiner Schwangerschaft mit beiden Kindern und sie kennt beide Kinder haargenau. Ja. So, dann wurden die Masken auf einmal aufgesetzt. Unser Sohn kreidebleich, er schrieb mir dann in der Pause, Mama, irgendwas ist hier los. Dann kam er, um 13:30 war er zu Hause. Dann gegen Abend, das war 17:30, 17:40, wurden wir vom Schulleiter der weiterführenden Schule angerufen mit der Begründung, es wäre alles erstmal okay. Ich habe dann gefragt, was er denn gerne von uns möchte. Er hat gesagt, ihr habt das Attest. Ich so, ja, das wäre nicht mehr gültig. Wollte ich gerne wissen, warum. Es wäre keine Diagnose drauf. Dann habe ich zu ihm gesagt, das geht sie auch nichts an. Es ist Schweißpflicht, es ist Datenschutz. Ja. Und er hat immer wieder beteuert, unser Sohn wird das ja alles so toll und vorbildlich machen, besser als die Kinder mit Maske. Er ist toll, er ist ein super Schüler. Also er trägt Face Shield im Unterricht. Er trägt Face Shield. Oder in der Schule. Genau. Aber es müsste jetzt eine Diagnose drauf. Und er meinte, das können Sie ja nicht wissen, das wäre jetzt ein neuer. Also es wäre seit Mitte September von 2 Gerichten werden Urteile von Neuwied und von Koblenz wäre es ein Gerichtsurteil. Und sollten wir dem nicht Folge leisten innerhalb von einer Woche, dass wir ein neues Attest bringen, so müsste er dann, wenn unser Sohn keine Maske tragen kann,
von seinem Haus und Hofrecht Gebrauch machen quasi. Er dürfte das Schulgelände nicht mehr betreten, um in Anführungszeichen keine zu infizieren. Also er ist kerngesund, also von daher, ja. Das war Montagabend. Ja. Dann kam gestattet kurz. Ich betrachte diesen Mann als ziemlich talentfrei. Aus dem einfachen Grund, versucht mal heute, wenn du anrufst beim Arzt und sagst, faxen Sie mir bitte die Diagnose zu. Richtig. Dann wird die, da wird die medizinisch-technische Assistentin wird sagen, das kann ich nicht machen wegen dem Datenschutz. So, richtig. Das heißt also, dieser Blödsinn und Gerichtsurteile sind fallabhängig. Ja. Das heißt also, ein Fall ist nie mit dem anderen deckungsgleich, gerade bei Corona. Richtig. Und das ist schon etwas, wo ich einfach sage, das verdient wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Hochinteressant, bitte erzählt weiter. Dann kam der Dienstag. Unser Sohn ganz normal in die Schule gegangen, das Face-Shield angehabt. Dann kam direkt eine Nachricht um 20 nach 12, dass per Lautsprecher die Kinder dazu aufgefordert worden sind, sofort ihre Maske anzuziehen. Wir hatten eine Meldung vom Ministerium bekommen. Die Zahlen wären ja so exorbitant nach oben gegangen, dass sofort die Maskenpflicht umzusetzen wäre. Genau. Ja. Und dieses Schreiben, was du gerade gezeigt hast, habe ich ein paar Tage später erhalten erst. Das war dann jetzt letzten Freitag. Und was drinsteht, siehst du. Also Kinder, Chris, Kinder und jüngere Jugendliche sind keine Treiber der Pandemie. Ja. Das hast du nicht reingeschrieben, das war drin. Ne? Also jetzt mal suffisant. Ne? Das ist ja offizielles Schreiben, Ja, genau. Richtig. Ja. Maria, du bist im Redefluss. Entschuldige, wenn ich unterbrochen habe. Mein Sohn schrieb mir dann in der Pause, ich fragte ihn, ob wir ihn abholen sollen, ob ich mit der Oma kommen soll, ob es ihm gut geht. Mama, mir geht es nicht gut, wir besprechen das zu Hause. Er kam nach Hause, anhänglich, geweint. Kreidebleich, uns fast wieder hier zusammengebrochen. Und dann haben wir den Schlussstrich gezogen und gesagt, so geht das nicht. So, dann rief mein Mann Christian dann in der Schule an, wollte dann gerne mit dem Schulleiter persönlich nochmal sprechen, um auch zu fragen, wie er sich das vorstellt, weil unsere Kinderärztin nicht hier ortsansässig ist, sondern in einer anderen Stadt ist und unsere Ärztin auch jetzt erstmal Urlaub hat. Er hatte mir dann am Montag noch gesagt, zeitnah bräuchte er das neue Attest. Ja, und dann verlief das Gespräch am Mittwoch. Natürlich habe ich dann ihn darauf hingewiesen, dass erstens unser Sohn eine Maske nicht tragen wird und kann, sonst hätte er auch keinen Attest. Wenn er das fordern würde, hätte er innerhalb von ein paar Minuten ein kollabierendes Kind da liegen. Ich habe gesagt, ich kann nur für mein Kind sprechen, weil er dann das herabgespielt hat und hat gesagt, er hätte also heute, seitdem das so ist, noch kein einziges Kind kollabieren sehen oder dass es einem schlecht ging. Dann sage ich, ja, sowieso. Ich rede für mein Kind und alle anderen Kinder, beziehungsweise da müssen die Eltern selber wissen, was sie ihrem Kind antun und was nicht. Aber ich habe ihm gesagt, das, was sie da betreiben, ist erstens Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung. Und das hat er dann lachend heruntergespielt und hat gesagt, mein Kind wäre sogar in der Sorgfaltspflicht, andere Kinder nicht zu infizieren. Und das Face-Shield dürfte er, wenn überhaupt, nur noch nach Angabe eines Grundes auf dem Attest nur noch weitertragen. Ja, ich fühle mich erinnert an Zeiten, die dann gesagt haben, so, wir haben den Platzwart, der geht hier umher, der sagt, was gemacht wird und wehe da ist, weicht einer davon ab. Es ist schon erstaunlich, ich nehme mal die Überschrift, das Geschäft mit der Angst, den Menschen Angst zu machen. Und ich sehe ja dieses Interview auch als Appell an Eltern, an Erziehungsberechtigte zu sagen, jetzt ist Schluss. Irgendwann ist mal Schluss. Sag mal so, dieses Kriechen, und das ist ja ein Credo, das ich schon von Kind auf habe, die Mächtigen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und wir sind keine Kleinen. Und Maria, du bist halb Italienerin, man sieht ja, was in Rom los ist, dass die Menschen sagen, nee, jetzt ist Rom und Mailand, jetzt ist irgendwann mal Schluss. Also jetzt ist irgendwann mal Schluss. Richtig. Ihr trefft Entscheidungen, ihr entmündigt uns. Ich komme dann vor wie ein Kindergartenkind, das an die Hand genommen wird von vermeintlichen Eliten, die für mich schon lange keine Eliten mehr sind.
Und auch nicht für uns sind oder je waren. Ja. Die gegenwärtige Situation ist also höchst unbefriedigend. Wie schaut es mit der Beschulung jetzt aus? Wir hatten ja den ersten Lockdown kurz vor meinem Geburtstag im März, Mitte März. Ich bin zu Hause. Ich bin gelernte Erzieherin, bin aber seit die Kinder da sind zu Hause. Ich habe zwei kleine Minijobs, die dann abends erledigt werden, damit ich voll und ganz für meine Kinder da bin. Ich habe mich für meine Kinder entschieden. Mein Mann geht Vollzeit arbeiten. Finanziell alles super. Ich möchte einfach, dass es meinem Sohn und meiner Tochter gut geht. Meinem Sohn wird jetzt eigentlich das Recht auf Bildung genommen. Das sage ich jetzt mal so, wie es ist. Ja. Wir haben einen Laptop, wir arbeiten. Ich habe sehr viele Bücher gekauft, noch am Wochenende. Mathematik fürs Gymnasium, 5. Klasse, Deutsch, Rechtschreiben, Diktate, alles Mögliche. Aufgabe ist auch, vieles aus der Bibel herauszuarbeiten, dass er einfach bestimmte Namen, bestimmte Ereignisse sagt, von A bis Z, 10 Begriffe aussuchen, aufschreiben, erklären. Und mit der Tochter, wenn das so weitergeht, wird das dann auch passieren. Also ich bin da... Maria, nun bist du Erzieherin. Mhm. Du kennst dich aus, du hast das pädagogische Wissen. Aber ich wage mal zu behaupten, viele Eltern sind damit überfordert. Und zu Recht, was sie nachvollziehen können. Ich bringe das mal als Vergleich. Ich habe die Woche 3-mal einen Personal Trainer da. Wenn der Urlaub hat, trainiere ich nicht so, als wenn er da ist. Richtig. Und letztlich ist es auch so eine Schule. Also ich will dir nichts, du bist noch Erzieherin, du kannst es noch am besten. Mhm. Aber ich sage mir mal, dass diese Lücke, die da entsteht, gerade jetzt ist es ja so, was dieses Heranwachsen angeht, körperlich und geistig, das kann ich nicht so schnell wieder schließen. Nein. Nee, vor allem, was die Psyche betrifft. Die Übergänge vom Säugling zum Baby, der Übergang von Baby zu Kleinkind, dann haben wir Kindergarten, dann haben wir Grundschule. Also unserem Sohn, nicht nur unserem Sohn, auch allen anderen Kindern, wurde das letzte vierte Schuljahr, es wurde ein halbes Jahr genommen, der Lebensqualität, der Lebenszeit, der Bildung, des Heranreifens. Es war schrecklich, es war sehr tränenreich, der Abschluss unseres Sohnes von der Grundschule wurde noch schön organisiert. Ich habe da nur gesessen und geweint, weil ich wirklich mir nicht nur um meinen Sohn, sondern auch um die anderen Kinder Gedanken mache. Und wenn ich zu meiner Tochter zur Schule gehe und ich sehe dort Kinder einer anderen weiterführenden Schule mit Masken von einem Schulhof zum anderen gehen, dann bricht es mein Herz, meine Seele, mein Geist, mein Verstand. Und Nun musst du auch so sehen, die Einschulung Nordrhein-Westfalen, vom WDR und von der Landesregierung gedruckt, Oma und Opa können nicht dabei sein. Ja. Es kann sein, dass sie sterben müssen durch das Corona. Das sind ja Dinge, ich bin ja selber Großvater. Mhm. Und es sind ja die schönsten Momente, wenn man die Enkel bei der Einschulung für die Eltern, also eigentlich für jeden, aber sagen wir mal so, für die engsten Familienangehörigen ist es halt so. Das sind halt Vorgänge, die sind nicht wiederholbar. Nein. Und du hast diesen Moment und da musst du mal vorstellen, dann steht dieses Schild dort und Oma und Opa sind zu Hause wie die Sündigen. Das ist ja sowieso schlimm, weil Oma und Opa sind sowieso an allem schuld. Die haben die Welt kaputt gemacht, alles. Das ist ja, steht ja außer Frage. Meine Generation hat die Welt kaputt gemacht. Mhm. Das ist, ich frage mich, Maria und Chris, von welcher Substanz leben wir? Das ist die eine Frage. Aber, weißt Angst, du, diese Familie. Maria, du bist halb Italienerin. Und was mir in Italien, was mir überhaupt in Südländern so gefällt, ist dieser Zusammenhalt. Ja. Weißt du, das ist, ich habe in Polen zu tun, dieses Bild, was von Osteuropa gemacht wird, Polen. Ich war in Polen in der Nähe von Danzig. Weißt du, was ich da für familiäre Zusammenhalte gesehen habe? Zwischen Großeltern, Eltern und Kindern. Ja. Ja, fantastisch. Und das ist das, was mir irgendwo hier sagt, zerstören. Ja. Dieses, lass die Großeltern und wir machen die nächsten 4 Wochen. Wir machen wie lange wollen wir das durchziehen? Und gerade jetzt, gerade jetzt in der Zeit, ob Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, der November ist der suizidsgefährdeste Monat. Ja. Und da fahre ich alles runter und fahre noch mit der Angst. Also, das ist. Ist aber ein Kalkül der Regierung, definitiv. Chris, ihr seid zwei Menschen, die gehen mit offenen Augen durch die Welt. Ihr macht euch, bildet euch eure Meinung. Mhm. Und das muss ich nochmal sagen. Hallo Meinung ist dazu da, dass wir verschiedene Meinungen besprechen. Richtig. Ich bin nicht derjenige, der Weisheit letzter Schluss und das wird oft immer falsch. Aber ich will, dass Menschen zur Sprache kommen. Denn wenn du jetzt sagst, die Tageszeitung,
oder du willst mal bei RTL, da sagen sie, nein, also sie bitte, wir brauchen Menschen, wenn sie interviewt werden, sagen sie, unsere Kinder sind begeistert davon und wir haben damit überhaupt keine Probleme und wir finden das gut und der Jens Spahn macht das toll, die Frau Merkel macht das toll und überhaupt ist die Situation für uns überhaupt kein Problem, wenn es die nächsten 5 Jahre so weitergeht. Und wenn der Impfstoff kommt, sind meine Kinder die Ersten, die geimpft werden. Weißt du, da kennen wir, also hier die Stimmung bei uns schlägt schon um im Ort. Aber die Eltern trauen sich nicht, Gesicht zu zeigen, jetzt endlich für die Kinder einzustehen. Wenn ich ein Kind auf die Welt bringe, egal woher es kommt, ich stehe für mein Kind ein, voll und ganz. Das ist mein Schwur als Mutter, mein Schwur als Vater. Ne? Aber es sind viele, die sich noch wirklich wegducken, die der Politik, den Maßnahmen vollends folgen, sei es im Wald, sei es im Auto. Kinder unter 3 mit Masken, ich im Wald sehe und wir sprechen die auch an. Wir sprechen die Menschen an und wollen mit denen auch in Dialog kommen. Und viele hören sich das an, viele sind auch bereit, das sich anzuhören. Aber was wir auch gesehen haben, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Corona-Zeit ganz schlimm. Egoistisch, denunziantisch, beleidigend. Ja. Mein Mann wurde von einer älteren Dame in einem Einkaufsladen angeschrien, angepumpt, beleidigt. Die Dame hat mir letztendlich gesagt, ich hoffe, Sie kriegen Corona, nur weil ich nicht Ihr Folge geleistet bin, so quasi. Unsere Tochter war ohne Maske unterwegs. Wir haben ja die Befreiung und mein Mann hatte sein Tuch an und ich stand ihr nicht weit genug weg. Da gibt es ja in diesen Supermärkten diese 1,5 Meter Abstandslinien und ich stand ihr nicht weit genug weg von ihr und dann hat sie mich halt äußerst beleidigt und mir Corona an den Hals gewünscht. Also die Sorge allein haben wir heute nicht. Ihr habt einen Haushalt und wir sind weit genug auseinander. Denunziantentum Essen. Ja. Gibt es ja in jeder Stadt fast diese Formulare. Zeigen Sie an, wer sich nicht daran hält. Richtig. Ich habe im Übrigen einen schönen Spruch. Der ist von der Sophie Scholl, die war Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime 1921 bis 1943, bis umgekommen. Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Und das machen wir nicht. Die Zeiten sind vorbei. Und das ist genau der Punkt, wo ich irgendwo sage, hört auf, wir sind der Souverän. Ich habe einen Mann, den ich sehr schätze, der ein sehr hohes Amt in Deutschland begleitet hat. Ein sehr hohes Amt, eines der höchsten in Deutschland. Mhm. Ich spreche nicht von Christian Wulff, das ist er nicht. Nee. Aber ich spreche von jemandem, der völlig zu Unrecht seines Amtes enthoben wurde. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja. Du weißt, ich spreche von Hans-Georg Maaßen. Richtig. Hans-Georg Maaßen ist ein Mensch, den ich unwahrscheinlich schätze. Unwahrscheinlich. Ja. Ein Mann, der sagt, Karriere ist nicht alles. Ich will mich im Spiegel anschauen können. Und solche Menschen, die haben bei mir einen Ritterschlag. Ja. Und wir haben uns unterhalten und er sagt, die Bürger in dem Land vergessen, dass wir der Souverän sind. Wir sind der Souverän, Die Leute, die dort sitzen, sind Menschen, die von uns alimentiert werden und nicht umgekehrt. Richtig. Ich spreche nicht davon, dass wir jetzt so sind und so, aber ich will mich auf Augenhöhe unterhalten können. Und das muss man tun, ob ich jetzt Unternehmer bin mit Beschäftigten, ob ich jetzt ein kleines oder großes oder eine Einzimmerwohnung habe, großes Haus oder Einzimmerwohnung. Das spielt ja keine Rolle. Wir müssen uns gesellschaftlich auf einer Ebene bewegen. Richtig. Die hat ja zig Jahre funktioniert. Aber ich sage immer eines. Ich bin jetzt 38 Jahre selbstständig. Ich bin Arbeiterkind. Mein Vater hat einen Kohlenladen in Berlin gehabt, Kreuzberg-Neukölln. Ich habe Kohlen getragen, Möbel, Klaviere getragen. Und ich weiß, was es heißt, wo man herkommt und ich bücke mich früher für einen Pfennig und heute für einen Cent. Ich weiß das. Und deshalb werde ich niemals irgendwo blöd oder abheben. Es ist schön, privilegiert zu sein, dass ich mir, was meine finanzielle Ausstattung gibt, keine Sorgen machen muss. Aber es hebt mich nicht von anderen ab. Richtig. Und das ist ganz entscheidend. Und dazu sind solche Gespräche auch mit da, dass wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten. Auf jeden Fall. Diese spaltende Mehrheit, um zu sagen, kann man ja nichts sagen. Das will ich jetzt nicht. Da wird ja eines Tages wird die Unterdrückung so richtig werden. Denn die Menschen, die diese Macht ausüben, werden die Schraube immer weiter anziehen. Ja. Ja. Wunderbar. Und wenn du etwas sagst, wir hatten ja den Schulleiter in Brandenburg, der seinen Kindern ermöglicht hat, Maske ja oder nein. Genau. Ja.
3 Stunden später war er suspendiert. So ja. ist Deutschland. So schaut's aus. So ist Deutschland. Wir reden immer über Ungarn, über Viktor Orban oder das Rechtssystem. Und wir sind doch, um Gottes Willen, was betreiben wir denn hier in Deutschland? Ungarn ist so ein tolles Land. Ich war 98 dort. Budapest, Budafok. Ja. Wunderschön, wunderschön. Und, wir haben zur Budapester Zeitung, entschuldige bitte, beste Kontakte. Und ja, wir machen dort auch, werden zweimal im Monat eine Sendung machen. Mit der Budapester Zeitung, Jan Meinka, toller Chefredakteur. Wir werden das Land mal zeigen, wie es wirklich ist. Liebe Grüße, es ist Plattensee, Balaton, Puster, alles. Wirklich, es ist, ich weiß nicht, wohin das hier noch weitergeht, wohin das noch führt. Es ist jetzt die Zeit der Eltern, gerade zu stehen, Rückgrat zu zeigen, für das eigene Kind einzustehen. Wir machen das nicht nur für unseren Sohn, für unsere Tochter, sondern für alle Kinder. Und das können wir als Appell nehmen, dass wir einfach sagen, ihr geht an die Öffentlichkeit und diesen Appell würde ich gerne nochmal aufgreifen, dass ihr beide an die Eltern etwas sagt, geht an die Öffentlichkeit, ihr seid verantwortlich für die gedeihliche Entwicklung eurer Kinder. Dazu gehören soziale Kontakte, dazu gehört die körperliche Unversehrtheit. Richtig. Ja. Nochmal, die sozialen Kontakte sind jetzt in dem Bereich so wichtig. Und Isolation ist nicht die Lösung für Corona. Wie lange wollen wir das machen? Ich darf euch noch sagen, wir haben von einer Schulleiterin etwas bekommen, das hat mich erschreckt. Es ist verifiziert, darin steht von einem Ministerium, dass es circa bis Mai nächsten Jahres so weitergehen wird. Und das sind Dinge, wir hüten uns ja vor irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber wenn ich das schwarz auf weiß habe, da stehen mir die Haare zu Berge. Meine Lieben, bis jetzt haben wir, was wir bis jetzt haben, ist eigentlich aus Unkenntnis heraus. Ja. Wir haben keine wissenschaft hinterlegten Fakten. Was wir haben, sind Virologen, die Politik machen. Was wir haben, ist ein Gesundheitsminister, der sehr feinfühlig ist in der Zeit, der sagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. In Berlin, das tut er. Der hat in Berlin ein Behelfsheim gekauft für 4,2 Millionen. Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Ne? Gut, man darf das ja nicht mehr sagen, wie viel, ne? Wie ich gelesen habe. Wie ich sage, ich entnehme das öffentlichen Presseartikeln, 4,2 Millionen. Aber er wird die Leute verklagen, weil es waren bloß 4.198.000. Oh, also das wird wahrscheinlich der Fall sein. Aber bitte lasst uns euer Gespräch zum Anlass nehmen, Menschen zu ermutigen, wo wir sagen, bitte ein Appell, geht an die Öffentlichkeit, meldet euch, wir blenden unsere Adresse ein, wir geben euch eine Stimme. Das wäre schön, wenn ihr nochmal an alle appellieren würdet. Wir sprechen jetzt alle Eltern in Deutschland an, europaweit, die es hören, steht jetzt, nicht gestern, nicht vorgestern, jetzt steht ihr auf und steht für eure Tochter, für euren Sohn gerade. Was hier passiert, ist nicht für uns, sondern gegen uns. Und ich spreche jetzt die Eltern an, es ist gegen eure Kinder. Angefangen von der Schwangerschaft, angefangen Geburt, angefangen Kindergarten, wo Erzieher jetzt mit Maske eine Eingewöhnungszeit von Wochen noch vor sich haben, angefangen mit Einschulung der Erstklässler, angefangen mit Grundschule, angefangen mit weiterführenden Schulen, dass Kinder dort vom Schulleiter sozusagen vielleicht auch mit Handschellen abgeführt werden können oder werden, wenn sie dem nicht Folge leisten. Angefangen davon, dass unser Kind auch berichtet hat, dass dort Kinder sich auf die Toilette begeben, um dort zu essen und zu trinken, heimlich. Diese aber dann verpetzt werden und es dann an den Schulleiter, an die Klassenlehrer, Lehrerin weitergegeben wird. Liebe Eltern, es ist jetzt finito, finito, basta. Ihr habt Kinder auf die Welt gesetzt und ihr müsst für eure Kinder gerade stehen. Sonst wäre ich nicht Mutter oder Vater. Ende, finito. Ja, so ist es. Ende der Fahnenstange, keine Denunziation. Nein. Keine Bevormundung bis zum geht nicht mehr. Nein. Wir sind mündige Menschen und wir sind auch in der Lage, über unser Schicksal, unsere Gesundheit mit selber zu entscheiden. Richtig. Und meine Lieben, ein Schlusswort und darüber mache ich auch eine Sendung. Hättet ihr das Gesundheitssystem nicht so marode gemacht, hättet ihr nicht die Krankenhäuser geschlossen, hättet ihr dafür gesorgt, dass das Personal eine gesellschaftlich höhere Akzeptanz hat, dass wir bei den Arbeitszeiten anderes hätten. Richtig. Dass wir im Grunde genommen auch eine Besoldung hätten, die adäquat wäre. Meine Tochter ist im medizinischen Bereich unterwegs. Dann würde es nämlich nicht so ausschauen. Darüber spricht nämlich keiner. Die größte Sorge, die wir haben, ist nicht die Spitzen, dass die nicht die Spitzen abdecken können. Warum?
weil die reden immer, wir haben so und so viele Intensivbetten, das ist in Ordnung. Aber wir haben niemand, das fehlen 4000 Kräfte, die Intensivstationen und die Betten damit betreuen können. Das ist ungefähr so, dass ich sage, ich habe eine Flugzeugflotte von 10 757. Und dann sagst du, wie viele Piloten hast du? 4. Na gut, da kannst du ja die anderen 6 gar nicht fliegen. Mathematisch stimmt es, aber rein auf dem Papier habe ich die. So schaut es aus. Ja. Meine Lieben, ich sage recht herzlichen Dank, dass ich euch die Zeit genommen habe. Sehr gerne, Peter. Ich bin euer Gesprächspartner. Hallo Meinung ist euer Gesprächspartner. Wir haben alle Kontaktdaten. Haltet uns auf dem Laufenden, auf die Menschen Fall. Interessiert es. Und ich finde es klasse. Face to face. Gesicht zu Gesicht. Dankeschön. Ne? Danke, Peter. Tschüss. Der Talk bei Hallo Meinung.